Wankel war ein technikbegeisterter Autodidakt. Und nun schreibt die Firma OBRIST eine neue Seite in die einzigartige Geschichte dieses Gebäudes. Und mit Frank OBRIST, der einer der letzten Mitarbeiter von Felix Wankel hier in diesem Gebäude war, ziehen nun wieder Forschung und Innovation ein. Sie wollen hier umweltfreundliche Antriebsstränge entwickeln oder auch Klimaanlagen mit CO2 als Kältemittel. Und all diese Entwicklungen sind uns in Lindau hier sehr willkommen. Denn die Stadt Lindau hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2035 in ihrem Verantwortungsbereich klimaneutral zu werden. Und ich habe gerade einen unserer Klimabeiräte getroffen, Herrn Professor Tillmetz, der zu mir gerade schon sagte, mit OBRIST hier und den Forschungen im Wankelgebäude werden wir nicht nur klimaneutral, sondern jetzt werden wir sogar klimapositiv. Also wir haben große Erwartungen und beobachten Ihre Geschäftstätigkeit hier natürlich mit großem Interesse und tauschen uns auch gerne mit Ihnen dazu aus, wo wir gemeinsame Schnittstellen finden und uns gemeinsam weiterentwickeln können. Man kann sagen, dass Felix Wankel und sein Team in neue Dimensionen vorgedrungen sind. Ohne diese Wegbereiter gäbe es keinen Fortschritt und keine Fenster in die Zukunft. Felix Wankel hat 1986 im Manager-Magazin ein Interview gegeben und hat gesagt, so rasch wie möglich muss der Wasserstoffmotor kommen, sonst gehen wir alle, Natur und Mensch, zugrunde. Wir müssen das Problem lösen, wie Wasserstoff billig hergestellt werden kann. Meine Damen und Herren, es gibt einen Mann, der ebenfalls zur Eröffnung des OBRIST Tech-Centers gratulieren möchte. Auch ihn verbindet eine ganze Menge mit diesem Gebäude und mit der Stadt Lindau. Die Rede ist von Dr. Michael Steiner, Entwicklungsvorstand von Porsche. Ja, vielen Dank für die sehr freundliche Anmoderation. Tatsächlich verbindet mich einiges mit diesem Gebäude. Ich bin in Lindau aufgewachsen, zur Schule gegangen und habe gar nicht so arg weit weg von hier mein Elternhaus gehabt, im Wannental oben. Und da war es mit dem Radl ein Katzensprung hier runter. Und da bin ich natürlich schon öfter hier um das Gebäude herumgeschlichen und habe mir gedacht, was ist eigentlich hier los? Damals waren noch Gleise hier gelegen, die Slipanlage für Schiffe, auch Bootsmotoren. Mit Bootsmotoren hat Felix Wankel operiert. Und ich habe ihn nie persönlich kennenlernen können, aber wenn er mal rausgeguckt hätte, dann hätte er mich vielleicht durch das Gras schleichen sehen. Jetzt die Firma OBRIST, die hier dieses Gebäude wiederbelebt, ihm den Geist, die Innovationskraft wieder einhaucht, die auch sehr technologieoffen, sehr breit denkt und auch sehr modern denkt in Richtung, ich glaube, wir werden heute noch mehr darüber hören, wie kann ich Mobilität CO2-neutral oder sogar noch darüber hinausgehend gestalten, sodass mit Konzepten der Mobilität sogar ein Beitrag geleistet werden kann, CO2 aus der Atmosphäre wieder zurückzugewinnen, dass wir die Menschheit aus fossilen Brennstoffen freigesetzt haben. Und jetzt hat er nicht immer dafür angegangen. Oh, ach, das ist jetzt der ja. Hybrid. Okay, genau, der Verbrennungsmotor, ja. Genau, jetzt dreht er mit 1000 Umdrehungen. Circa, ja. I have to say, as a United Nations Industrial Development Organization, we promote sustainable and inclusive industrial development. We are technology neutral, which means that we will never promote a single technology. But what we do is we look for best available solution and we look for innovative solutions. And this is something that we have indeed recognized in the presentation of OBRIST Group. The set of technologies that are put out there are indeed demonstrating that we can achieve the Paris Agreement goals and become not only climate neutral, but climate negative. And this is something that is particularly special here. The second aspect, I think it's important that this set of technologies that are ready, they are at a technology readiness level number 9. So we are ready to support and to work together with OBRIST Group and present that as part of the upcoming Conference of Parties in Egypt, where the climate community will meet, will discuss, will look where we stand in achieving the Paris Agreement goals and what still needs to be done.
And I think all of us that follow the climate negotiations where we stand, it is clear that we urgently need to do something, that we have the technology ready, but it's the matter of presenting it, of demonstrating it and implementing it. Der Verbrenner ist nicht gut und er ist nicht böse. Es ist eine Frage des Treibstoffs, was wir darin verbrennen. Unserer Überzeugung nach darf gerade auch hier die Politik keine technischen Konzepte vorschreiben. Aufgabe der Politik müsste es sein, Ziele beim Klimaschutz konsequent zu definieren. Wie diese Ziele erreicht werden können, ist Sache der Wissenschaft, aber auch Sache der Wirtschaft. Wie können wir den Sonnenstrom verflüssigen und gleichzeitig emissionsnegativ produzieren? Wie sieht die Antriebstechnik aus, die diesen flüssigen Strom vertankt? Fragen, auf die Ihnen nachfolgend Frank Obrist Antworten geben wird und Sie einführen wird in das, was wir tun, in das, was wir für die Zukunft planen. Dieser Professor Brasseur hat in Wien vom Wiener Motorensymposium allen 1000 Teilnehmern die Leviten gelesen und gesagt, Freunde, schaut euch das einmal an. Wer da glaubt, dass man mit 3 Windrädern in Deutschland und mit ein paar Elektrofahrzeugen die Welt deutlich verändert, der soll sich bitte das da anschauen. Da steht nämlich 1:1 drauf, dass die globale Energie, die heute verwendet wird, Gas, Erdöl und Kohle ist, und das macht 84% aus. Und wenn irgendwas 84% ausmacht, dann kann man es halt eben mit 2 und 3 Windrädern in Deutschland halt eben nicht signifikant verändern, weil alles zusammen ist da oben nur 15%. Das ist die gesamte Atomenergie, die gesamte Wasserkraft, die gesamte Windenergie, die gesamte Photovoltaik ist da in diesem kleinen Balken da oben drin. Wenn wir da drauf schauen, dann schreibt doch tatsächlich die Photovoltaik im Sonnengürtel der Erde, und das ist überall, wo es da so richtig schön rot ist, das ist der Sonnengürtel der Erde, kann man heute Strom erzeugen für 0,88 Cent pro Kilowattstunde. Und jetzt stellt sich die Frage, wie diese tolle Energie hierher kommt, und da kommt jetzt unser Teil, meine Erfindungen, die Dinge da mit rein. Im ehemaligen Felix Wankel Zentrum in Lindau will das Ingenieurbüro sein Konzept einer bezahlbaren E-Mobilität für die ganze Welt weiterentwickeln. Voraussetzung dafür: die Produktion von großen Mengen grünem Methanol. Aber wo soll der grüne Strom dafür herkommen? In Wüsten sollen dafür riesige Fabriken gebaut werden. Mit Photovoltaik und Elektrolyseuren, die aus Wasser Wasserstoff abspalten. CO2 soll direkt aus der Luft gefiltert und mit dem Wasserstoff zu Methanol verbunden werden. Dabei soll ein Teil des Kohlendioxids in festen Kohlenstoff verwandelt und so dauerhaft der Atmosphäre entzogen werden. Die Fabrik wäre eine CO2-Senke. Bis zur Verwirklichung dieses Konzepts scheint es ein weiter Weg, denn auch die politischen Rahmenbedingungen müssen stimmen. Jetzt kommt aber der wesentliche Clou. Genau dieselbe Anlage kann verwendet werden, um bei der Produktion einen Teil des Kohlenstoffes, den wir hier aus der Luft entnommen haben, tatsächlich als schwarze Kohle aus diesem Werk herauszubekommen. Das muss man sich richtig vorstellen. Also ich entnehme es aus der Atmosphäre, gehe durch diesen Prozess, und hinten fällt richtig Kohle in schwarzer Form heraus. Und damit sind wir als Menschheit zum ersten Mal in der Lage, Kohlenstoff negativ zu sein. Also auch in CO2 ausgedrückt, wir sind negativ. Und wenn ich jetzt diesen Kraftstoff verwende, wieder von Australien oder Afrika hierher bringe, so verteile, dann beteilige mich an der Wiedergutmachung unserer Probleme. Professor Robert Schlögel hat eine industrielle Methanolproduktion aufgebaut. Die funktioniert im Prinzip so wie die mit CO2 aus Luft in der Wüste. Das Kohlendioxid hier kommt aber aus den Hochöfen. Weil die Methanolherstellung seit vielen tausend Stunden im Dauerbetrieb funktioniert, kann sie nach Überzeugung von Schlögel jetzt industriell skaliert werden.
Aber kann man das auch in der Wüste und dabei CO2 in festen Kohlenstoff umwandeln? Schlögel spricht von einer Herausforderung, die aber lösbar sei. Ich halte die Idee für sehr sinnvoll, weil man auf die Weise auch den Kohlenstoffkreislauf schließen kann. Und man macht gleichzeitig was für das Paris-Agreement, weil man ja dann netto einfach Kohlenstoff aus der Atmosphäre nimmt. Und das ist ja gut, weil auf die Weise hat man eine sogenannte Kohlenstoffsenke gebaut. Grünes Methanol ist ein sogenanntes E-Fuel. Ein synthetischer Kraftstoff, den Kritiker wegen der vielen Umwandlungsprozesse für problematisch halten. Batterieelektrische Autos hätten eine weit höhere Energieeffizienz. Schlögel dagegen verweist auf den Energieverbrauch auch für Ladeinfrastruktur und Batterieproduktion. Und wenn Sie das dazu rechnen, dann ist das überhaupt nicht mehr effizient. Alle großen Autokonzerne setzen dennoch auf batterieelektrische Autos. Professor Werner Tillmetz hält das OBRIST-Konzept für zukunftsweisend, obwohl er sich sein ganzes Berufsleben für andere elektrische Antriebe mit Brennstoffzelle und Batterie eingesetzt hat. Lange Jahre auch als Mitglied der nationalen Plattform Elektromobilität. Was die Firma OBRIST macht, ist eigentlich so eine geniale Synthese von verschiedenen Themen, wo wir einfach Flüssigkeit tanken können, emissionsfrei fahren, elektrisch fahren können. Und das ist einfach so eine ganz, ganz faszinierende Option, die sich da aufgetan hat, die ich jetzt einfach vor einem Jahr kennengelernt habe und wo ich sagen muss, das ist stimmig alles. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns jetzt noch einmal ein bisschen darüber nachdenken, anknüpfend an diesen wirklich großartigen Film, wohin die Reise gehen muss beim Thema klimafreundliche Mobilität. Und ich darf dazu den Autoren dieses Films auf die Bühne bitten, Christoph Arnowski vom Bayerischen Rundfunk. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Grüße Sie. Herr Arnowski, Sie beschäftigen sich ja schon seit sehr langer Zeit mit modernen, innovativen Antriebsarten und Konzepten. Könnte denn Ihrer Einschätzung nach diese Technologie ein guter Weg sein, um unsere Klimaziele langfristig zu erreichen? Ja, es ist in der Tat so. Ich beschäftige mich jetzt ziemlich genau 4 Jahre mit solchen Themen. Ich bin von Anfang an sehr, sehr skeptisch gegenüber diesen batterieelektrischen Autos gewesen, aber dieses Elektroauto, das würde ich mir sofort kaufen und würde sogar mein Biomethan-Auto eintauschen, weil es verbindet in meinen Augen alle Vorteile, die die Elektromobilität ohne Zweifel hat und vermeidet aber ganz elegant alle Nachteile. Wir brauchen ja eine weltweite Lösung. Es nützt ja nichts, wenn wir in Deutschland ein bisschen was einsparen. Wir in Deutschland werden es schon irgendwie hinkriegen, aber auch nur in Teilen, dass man batterieelektrisch fahren. Aber für die gesamte Welt sehe ich das noch auf Jahrzehnte nicht. Und deshalb fände ich es toll, wenn sich Autokonzerne für diese Lösung endlich interessieren würden.